Willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Wir stehen hier vor der letzten Welt des Spiels. Mit keine Ahnung, was das wird. Ich weiß es nicht. Anscheinend wird es eine außerirdischen Welt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe mir aber überlegt, eigentlich müssten wir jetzt in der Welt starten, aber ich habe mir überlegt, da das die letzte Welt ist des Spiels, genießen wir doch gleich alles auf einmal und erweitern es sofort. Das heißt, wir haben gleich alles auf einen Schlag, die komplette Welt. Dass wir alles auf einmal genießen können. Ich bin gespannt, was es für eine Welt wird. Ich meine, wir fliegen ja Asteroiden und sowas rum. Falls das welche sind, irgendwelche Steine. Es sieht schon wirklich... Es sieht... Auf jeden Fall sieht's spacisch aus, wenn ich das mal so erwähnen darf. Spacisch sieht's aus. Ich bin jetzt gespannt, was uns in der letzten Welt von Yooka-Laylee erwartet. Ich bin gehypt, sogar bin ich auch, weil das echt krass aussieht. Ich erwarte Großes, es ist die letzte Welt. Auch große Herausforderungen. Galeonengalaxie, OMG. Das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf euch auf, Kids. Und kommt zu mir, wenn ihr Lust auf einen neuen eine neue Mission habt. Wer ist das denn gewesen? Was geht jetzt hier ab? Alter! Was ist das für eine Welt? Schaut euch das an! Oh mein Gott. Hier waren anfangs drei Federn, da bin ich ganz kurz hier reingelaufen. Ich habe halt nicht viel gesehen. Die Welt wurde ja auch nicht vorgestellt. Ich bin hingelaufen, habe dann sofort den Part wieder beendet. Also hier lagen drei Federn. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Das heißt, ich habe nichts gesehen. Keine Angst, das ist kein Beschiss oder so. Jetzt gucke ich mir das erst richtig ran. Und ist es da hinten ein Mond oder so? Alter Falter. Ich sage jetzt mal hier aus dem Stehgriff, das wird die krasseste Welt im Spiel. Es ist ja auch die letzte. Ich habe hohe Erwartungen. Guck mal, hier können wir hoch. Alter, da oben ist... Alter, wie geht... Was geht? Alter, was geht? Das sieht so cool aus. Hier kann man auf jeden Fall hoch. Irgendwie. Das dreht sich. Da müssen wir kurz warten. Wir stehen in einem Meteor. In einem Meteorit. What the fuck? Alter, das wird einfach nur geil. Das wird so geil. Pfiou. Alter, wo geht's hier hin? Da rein. Scheiße, ich bin im Weltraum. Hallo, ich bin im Weltraum. Hallo, könnt ihr das überhaupt realisieren? Ich kann es nicht. Muss ich da jetzt rein? Oder hoch? Oh, hier oben ist so ein Planet oder so. Aber da muss ich da bestimmt hoch, oder? Ah. Ich hoffe, da drin war nichts. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss, ne? Ich weiß nicht, was ich falsch mache oder richtig. Ist hier oben irgendwas Besonderes? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst oder so. Hier kann man rein. Aha. Ah. Der erste Ghostwriter. Nice. Und damit können wir das hier aufsprengen, oder was? Können wir? Ja. Können wir. Und hier können wir nicht mehr raus. Scheiße. Okay. Dann nehmen wir uns mal sowas mit. Boah. Tut mir leid, dass ich gerade so aufgeregt bin, aber ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht geil aussieht. Es sieht einfach geil aus. Kann man sagen, was man will. Ich fliege ja mal schnell weg. Wir können ja jetzt jederzeit hier wieder zurück. Alter, guck mal, wie riesig die Welt ist. Alter Falter. Wow. Ist mir scheißegal, man. Boah, das sieht so geil aus. Yeah, Alter, yo. Oh, hier können wir nicht rein. Okay, was auch immer das ist. Das führt irgendwie... Ach, das ist diese Kapsel. Die portet einen dahinter. Was heißt porten? Okay. Na dann. Los geht's. Fliegen wir hier hinter.
Scheiße, ich will keine Federn verpassen. Fuck. Nee, nee, nee. Die Musik ist auch ziemlich cool. Ich habe noch nichts Großartiges zur Musik gesagt. Scheiße. Oh shit. Ah. Jetzt muss ich erstmal hier landen. So. Das ist die Welt. Boah. Alter, ich komme da immer noch nicht drauf klar, wie geil das hier aussieht. Alter Falter. Okay, ich hätte halt trotzdem noch gerne die letzten Federn hier. Die hab ich. Die hätte ich halt auch gerne noch. Okay. Dann kann's ja losgehen. Mit der Galeonengalaxie. Okay. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Hier ist Trouser. Hey Trouser, wie läuft das Geschäft? Kompetenhaft. Ach nee, ach so. Kompetent, ich kann kaum lesen, weil die Welt so geil aussieht. Kometenhaft. Trouser ist über dem Markt auf diesen Planeten hinausgewachsen. Es ist Zeit, dass ich mein Geschäft mit Tricks und gefälschten Designerhosen im Raum und Zeit ausweite. Trouser ist da oben so eine große Nummer, dass ein paar Monde sich bereits überlegten, mein Geschäft zu umkreisen. Mein lieber Herr, Bescheidenheit. Weniger Gelaber und mehr Action, bitte. Zeig uns die Angebote. Jawohl, Fräulein. Du wirst nicht glauben, was für Schnäppchen ich in dieser Welt anbieten kann. Im Weltraum gibt es eine... im Weltraum zu steuern, blablabla. Bla bla. Was haben wir, was kriegen wir? Das letzte Sonarschild. Ich verwende dies, um verrückte Fans am Anfassen zu hindern. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja, ich bin sicher, der letzte Trick des Spiels. Wahrscheinlich. Mit dem nächsten Trick verhindert Trouser, dass durchgeknallte Fans ihn der Öffentlichkeit anfassen. Also so eine Art Schutz. Ja klar, weil wir schon deine Schuppen anfassen. Mit dem Sonarschild bist du für kurze Zeit vor allem Schaden gefeit. Halte einfach L2 und drücke Dreieck, um ihn auszuführen. Vergiss nicht, dass er nur für eine kurze Zeit wäre. Trouser GmbH übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Streitigkeiten, dir anzuzeigen. Na dann, wir sehen uns wieder. Vergesst nicht, man kann nie genug Tricks auf Lager haben. Okay. Ne, Dreieck war es. So. Ne. So. Ah! Oh, das ist cool. Geil. Geil. Okay. Boah, ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll, Alter. Die Welt sieht einfach so geil aus. Da hinten können wir rein in dieses komische Planeten-Ding da. Da ist... Oh nein. Oh nein. Nimble. Fuck. Egal. Die Welt wird trotzdem cool. Was gucke ich mir zuerst an? Wo gehe ich denn hin? The Jetions. Ja, nein, weg mit euch. Oh, weg mit euch. Da ist auch cool. Weg mit den Augen. Au, wie können die mich trotzdem noch treffen? Was ist da denn? Sind das Außerirdische? Echt jetzt? Okay. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das ist alles so riesig hier. Und vor allem, da kann man ja auch rein in dieses Riesending da. In diesen Mond oder so. Fuck. Raus hier. In diesen Mond. Alter. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was sich erweitert hat. Ist mir aber auch egal. Was? Was? Hier ist schon Dr. Pass. Aber die ist sie doch nirgendwo. Dr. Pass? Wo ist sie? Keinen blassen Schimmer. Da können wir auch hin. Da ist irgendein Haus. Aha. Hier sind überall Felsen. Die können wir doch bestimmt irgendwie wegsprengen.
Ich frage mich, wo wir als erstes hingehen. Das ist mal interessant zu wissen. Ich glaube, ich gehe mal hier rein erstmal. Das können wir ja aufmachen. So, hier können wir... Hier gehen wir erstmal hier rein. Was ist hier? Och nein. Mondgefängnis. Oh, hier ist der Ghostwriter. Warum stehen hier alle Ghostwriter hinter einer Theke? Oh, da ist eine Paige. Du bist gefangen, Paige. Du bist im Mondgefängnis. Warum? Okay. Ich kann aber auf jeden Fall... Das ist ja ganz schön einfach, ihn zu holen. Hier, friss. So, damit haben wir den zweiten Ghostwriter. Der ganz schön einfach war. So, die Paige können wir nicht befreien oder so. Hier können wir auf jeden Fall hin. Hier können wir rein. Nur was mich hier erwartet, weiß ich nicht. Wir sind hier im Mondgefängnis. Ich erwarte Widerstand. Hier sind ganz viele Schmetterlinge zum Heilen. Hier wird nichts Gutes kommen, oder? Diese, was ist das? Ist das Elektrizität? Das sind einfach eklige Aliens, ne? What the fuck? Soll ich mich hier draufstellen? Ah! Okay. Alles klar. Kann man hier rein? Ja, aber hier brauche ich die... Boah, hier brauche ich sämtliche Fähigkeiten. Heilige Scheiße. Okay, dann nehmen wir erstmal diese Granaten, weil da war was zum Aufsprengen. Da kommen wir erstmal hier gut voran. So, zack. Aufmachen. Mach auf den Scheiß. Jetzt ist hier ziemlich dunkel. Aber das ist mir egal. Ich renne einfach alles auf, was ich kann. Hier ist ein Schalter. Den drücken wir mal. Ach, wir müssen drei Schalter. Okay. Natürlich möchte ich noch den anderen Stein wegsprengen. Wer weiß, ob dahinter eine Feder ist. Das ist das Problem. Wir können auch die Welt sofort zu 100% spielen. Das ist es. Das ist die letzte Welt. Wir haben alle Fähigkeiten. Das heißt, wenn wir was verpasst haben, muss es schon zu finden sein. Ich gehe nicht eher aus der Welt, bis wir alles gefunden haben. Nein, tue ich nicht. So, was ist hier? Hier ist Wind. Aber ja, für den Wind brauchen wir auf jeden Fall Steine. Also wir müssen so schwer sein wie ein Stein. Übrigens würde ich das gerne mal aufmachen. Nee, hier ist nur ein Schmetterling. Okay. So, für den Wind müssen wir hier lang. Dann kommen wir hier durch. Oh. Oh. Okay. Das heißt, wir müssen schwer sein und müssen Feuer haben. Geht das überhaupt? Das habe ich noch nie ausgetestet, ne? So, machen wir uns mal schwer. Und... Nein. Oh, du... Du sollst das nicht nehmen. Du sollst hier schwer werden. Und Feuer nehmen. Es geht tatsächlich. Als ob... Okay. Weg damit. Und haben wir den auch. Fehlt noch ein Schalter. Das wäre dann der hier. Wir müssen Elektrizität mit uns haben und Eis. Ja, Elektrizität war ja hier. Eis ist da. Her mit der Elektrizität. Her mit dem Eis. Boah, wie wir leuchten. So. So. Her mit der Peachy. Unsere erste Page. Ich bin frei. Danke. Das war hart da drin mit diesem geisterhaften Barman. Er hat furchtbare Manieren. Dankeschön. Du meinst den Ghostwriter noch? Den habe ich schon gesammelt. Da musst du dir keine Sorgen mehr um den Typen machen. Ich weiß allerdings nicht, warum hier Honig ist. Müssen wir vielleicht Fähigkeiten mit nach draußen nehmen? Nee. Okay. Gucken wir mal weiter. Was gibt es noch so? In der Galeonengalaxie. Hier ist ein Schalter. Der öffnet das.
Ich öffne diese Flugschächte für euch. Aber wenn ihr den weiteren Kraftfeldern vorbei wollt, solltet ihr den Move Sensor Sonarschild kaufen. Ah! Ach, eine Abkürzung! Wie sieht denn das? Wie schaut das aus? Man benutzt einen Flugschaft, indem man sich in die Tür stellt und fliegt. Durch eure Bewegung wird der Supersaugkraft der Röhre aktiviert. Bin gespannt, wo ihr hinkommt. Jawohl, wohl. Rein hier. Und hoch. Und hier lang. Okay. Okay. Das ist einfach eine Abkürzung. Aber eine coole. Hoch. Boah, die Welt sieht so geil aus. Okay. Hier würde ich gerne hinter. Hier geht Strom an und aus. Das heißt, wir müssen warten. So, durch hier. Achtung, Assis. Scheiße, das war Kacke, das war Kacke. Nein, was habe ich gemacht? Wo bin ich? Das war Scheiße. Und hoch. Oh, da hinten kann man was aufsprengen. Da weiß ich auch schon direkt. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein, nein, nicht nochmal treffen lassen. Oh. Scheiße, nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Da habe ich eine Idee, wie wir das aufsprengen können. Von hier drinnen die Granaten mitnehmen. So müsste das doch funktionieren, oder? Weil die sind ja gleich hier. Die sind ja nicht ellenweit entfernt. Die sind gleich hier, am Anfang des Tors. Nehmen wir uns mal diese Granaten mit. Und gucken mal. Da wollte ich doch nicht hin. Was war denn das gerade schon wieder für eine Steuerung? Für eine scheiß Kamera. Die Kamera wollte sich ändern, hat sie aber nicht. Alles klar. So, jetzt aber. Jetzt wollen wir mal gucken. Sprengen wir das mal weg. So, weg damit. Weg damit. Was ist hier? Was? Ach, hier geht's rein. Okay. Wo geht's hier hin? Was ist denn hier? Holy crap! Kosmische Kaverne! Weg mit euch, Aliens! Keiner kann euch leiden. Okay, kosmische Kaverne, alles klar. Ah! Oh, what the fuck? Ich bin. One-Hit KO? Erwartet mal. Ist man davor geschützt, wenn man den hier macht? Ne, nicht den. Wenn man den hier macht. Ja. Ja, ist man. Oh, hier kann man runter. Sind hier unten Federn oder so? Besetzt ist hier nichts. Boah, die Welt sieht einfach so bunt und so leuchtend aus. Ich bin ja sowieso. Ich habe ja so ein. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe. Oh, was ist hier? Ich habe ja so ein Neon-Fetisch. Ja, in meinem Zimmer sind überall Neonlichter angebracht, Alter. Ich lebe in. Praktisch will ich in Neon leben. Na? Daher trifft sich das ganz gut, dass das so eine Weltallwelt ist, die so geil designt ist. So, das sammeln wir natürlich ein, so kommen wir auch durch. Die Feder nehmen wir natürlich auch mit. Die Feder nehmen wir natürlich auch mit. Und die Schmetterlinge nehmen wir auch und dann sind wir durch. Aber es geht weiter. Was? Warum Hüte? Warum Hüte? What the fuck? Okay, der ist verbuggt. Alles klar. Komm, verpiss dich. Scheiße. Warum eine Toilette? Kann mir keiner erklären, oder? Okay. Das wird crazy. Oh, da oben ist die letzte Energieerweiterung. Ich nehme mal hier ein paar Schmetterlinge. Und dann geht's hier mal durch. So. Ich möchte natürlich die Feder haben. Ich sehe nichts. So. So.
So. Okay. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Muss ich jetzt hier hoch oder was? Oder wie komme ich jetzt dahin? Ah, ich weiß, wie ich hinkomme. Fuck! Warum macht sich so Laser eure One-Hit-KO? Das ist so overpowered. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ach, Leute. Weißt du was? Leck mich. Ich habe ja sowieso alle Federn. Fliege ich einfach drüber. So. Okay. So, den sammeln wir auch noch ein. Den Kumpan. Machen das hier an, hüpfen hier durch. Das heißt, die Fähigkeit ist doch ganz krass. So, ich darf den Laser nicht berühren, aber ich möchte mich hier drauf stellen. Weil hier oben, so bekommt man, glaube ich, was ist denn mit der Kamera? Was ist denn mit der... WTF! Hallo? Kamera? Bist du anwesend? Locker, die Kamera gönnt sich gerade die Kaffeepause, Alter. Während ich mich hier abschufte. Also das gibt's doch aber echt nicht. Komm, die Welt ist so geil. Ich bin übelst happy drauf. Da könnt ihr das nicht so verkacken jetzt. Die können mir doch jetzt keinen schlechten Tag mit der scheiß Kamera machen. Die Kamera ist aber auch wirklich an manchen Stellen so richtig dumm. Die dümmste Kamera, die ich je in ein Spiel gespielt habe. Aber okay. Ich wollte ja nur hier hoch. Mehr wollte ich nicht. So. Und... Nein! Oh fuck. So müssen wir es aber machen, oder? Nein, ich brauche die Kamera. Das gibt's doch nicht! So. Ey, das ist echt belastend. Komm schon, dass das One-Hitted ist doch scheiße. Ey. Warum muss denn das One-Hitten? Das ist so overpowered, Mann. Das ist so, das ist verdammt unfair. Vor allem, es regt das mit am meisten auf, dass das One-Hitted. Weil es One-Hitted ja nicht nur, sondern die Kamera verleitet auch einen dazu, dass man es verkackt. Weil die Kamera spielt ja auch nicht mit. Und dann One-Hitted ist das. Das ist doch so richtig dumm. Das ist so behindert. Komm schon, ich möchte jetzt noch diese Energieerweiterung haben. Das letzte. Ich muss ja auch haben. 100% und so. So. Okay, Hammer. Hier ist ein Durchgang. Oh, hier ist auch eine Pagey. Da gehen wir mal hier rein. Hi. Muss ich einfach nur den Knopf drücken, war's das? Okay. Alles klar. Macht ihr halt umsonst Mühe? Hey, ihr da drüben. Oh, sicher, wir sind gleich da. Ich mache mir so übelst die Mühe, verkackt tausendmal und dann kann man das hier ausstellen, Alter. Hey Paige, wir haben die Herausforderung bestanden. Kannst du bitte den Käfig für uns öffnen? Ja. Klar, einen Moment. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Sorry, liebe Leute, ich habe wohl Käfigfieber. Geht einfach nicht auf. Tja, dann mach was. Wir müssen dich einsammeln. Ich könnte versuchen, mich durch die Gitterstäbe zu zwängen. Wartet kurz. Na so, was hat geklappt? Soll das heißen, ihr Pages hätte die ganze Zeit durch die Gitterstäbe gepasst? Ihr müsst das verstehen. Da drin ist es ziemlich bequem. Okay, alles klar.